Hi Leute, willkommen zum zweiten Teil der Technikinstallation, heute mit dem pH-Monitor. Mehr gleich nach dem kurzen Intro. Bleibt dran! Ja Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zum zweiten Teil der Technikinstallation. Heute geht es weiter mit dem pH-Monitor, den ich mir organisiert habe. Ich versuche mittlerweile so ein kleines bisschen die Videos im Rahmen zu halten, also nicht über die 20 Minuten rauszugehen. Daher heute der zweite Teil. Sinn und Zweck des Ganzen hier war es, ich habe ja bisher mit diesem kleinen Gerät hier gearbeitet, mit dem normalen pH-Messgerät von ATC. War recht günstig, konnte man gut mitarbeiten. Nach 2 Jahren hat es dann allerdings den Geist aufgegeben. Und ich hatte mir eigentlich auch schon eine Dauerlösung gewünscht, wollte allerdings auch nicht so viel Geld investieren. Und die Firma Aquamedic hat da ein Gerät, was im Prinzip ein Dauermonitor ist. Es wird installiert, es wird eingestellt im Vorfeld, es wird regelmäßig geeicht beziehungsweise neu eingestellt mit den entsprechenden Pufferlösungen und man hat somit einen stetigen pH-Monitor und kann ein bisschen besser seinen pH-Wert im Auge behalten. Ja, ich denke, wir machen das im gleichen Maße wie gestern und ich mache jetzt gleich einen kleinen Zeitreifer, installiere das Gerät. Wir brauchen eigentlich nicht grundsätzlich viel. Schauen wir noch mal kurz eben rein. Wir haben jetzt hier den eigentlichen Controller, dann haben wir hier die pH-Elektrode mit einem BNC-Anschluss, die in Flüssigkeit gelagert ist, weil die darf nicht austrocknen. Dann haben wir die entsprechende Halterung. Ich werde das übrigens an der gleichen Stelle installieren, wo ich meinen Sensor installiert habe, einen Temperatursensor, unten im Beruhigungsbereich vom Technikbecken. Dann haben wir die Pufferlösung pH 4, Pufferlösung pH 7 und Netzteil, noch ein paar Kleinigkeiten, um das Gerät zu installieren. Kommen wir gleich genau zu, zeige ich euch nochmal. Klettverschluss, damit das Ganze auch montiert werden kann, und ein Imbusschlüssel, der ist dafür da, um die entsprechenden Werte einzustellen, wenn ich es kalibriere. Was ich noch brauche, um es zu machen, ist im Endeffekt Osmosewasser. Steht in der Einladung mit drin. Und ich denke mal, ich gehe erstmal hin, installiere das Gerät vor, im Zeitraffer, so wie gestern. Und anschließend gehen wir hin und kalibrieren das Gerät zusammen und installieren es zum Schluss nochmal richtig. Und dann sehen wir uns dann hier nochmal wieder. Bis gleich. So Leute, ich habe das Ganze jetzt hier installiert. Die Elektrode ist noch in der Transportlösung drin. Wir fangen mit dem pH 7 an. Und ja, ich schraube es mal hier auf, ich glaube, dann geht das einfacher. Stellen das auf Seite. Mein Hündchen geht jetzt gerade mal hier auf Seite, bitte. Kommt gleich vielleicht mal ins Video. Und reinige die Elektrode einmal im Osmosewasser. Nehme mein pH 7 und stelle sie da rein. Jetzt müssen wir warten, bis sich der Wert hier oben dementsprechend stabilisiert hat und sich nicht mehr bewegt. Und dann können wir hingehen und mit dem Imbusschlüssel die entsprechenden Werte einstellen. Wie man sieht, es bewegt sich nichts mehr. Das heißt, ich nehme den Imbusschlüssel so, dass er mit der langen Seite nach außen ist. Da habe ich mehr Möglichkeiten, das Ganze zu verändern. Ich muss gerade gucken, in welche Richtung. Genau. Leicht nach oben. So, da steht 7,0201. Ganz ehrlich, also so genau muss ich es nicht haben. Mist.
kleines bisschen tricky. Also die 0,3, die sind mir vollkommen wurscht. So, das bleibt jetzt so. So, dann gehen wir hin. Sorry, ich muss gerade eben mal kurz. Es ist immer noch sehr warm. Nehmen die Elektrode raus, packen die in unser Osmosewasser rein, reinigen die kurz, machen die pH-7 wieder zu, trocknen das Ganze ab, damit auch anschließend die Testflüssigkeit nicht verwässert wird, sodass das Wasser hier raus ist. Dann nehmen wir uns die pH-4 und machen das gleiche Spiel nochmal. In die Pufferlösung rein und dann warten wir ab, bis sich der Wert stabilisiert hat. Ja, nach unten dauert es immer ein bisschen länger, weil der Wert dann nochmal genauer gelesen wird, weil die Range relativ groß ist. Ich könnte aber schon mal den Schlüssel vorinstallieren, damit ich auch gleich direkt dran kann. Noch, ja. 4,67, 4,68. So. Falsche Richtung. So, in die Richtung müssen wir langsam auf die 4,0 das Ganze drehen. Oder Richtung 4,0. Ausnahmsweise nochmal richtig, ja. Fast. So, 3,99, damit kann ich leben. So, jetzt wären wir fast fertig. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal umgekehrt in die pH-7 nochmal rein und nochmal schauen, dass das auch passt. Wie gesagt, also mir kommt es jetzt nicht auf die 0,0 an, Differenz, die da jetzt ist. Wichtig ist, dass wenn wir jetzt gleich die Elektrode da reinstellen, dass wir im Vorfeld die sauber gemacht haben. Putze sie einfach nur ab und blase sie trocken, dass nicht nach Möglichkeit kein Osmosewasser da reinkommt, und lassen das Ganze wieder hochlaufen, um zu sehen, ob wir dahin kommen, wo wir hin sollen, was wir eben eingestellt haben. Ich glaube, es waren 6,98 oder so. Steigt noch. Sollte das nicht auf Anhieb funktionieren, den Kalibrierungsvorgang mehrfach wiederholen. Und 6,98, das war das, was wir eben auch eingestellt haben. Ich bin mit diesem eingestellten Wert zufrieden. 6,99 passt also. So, nehmen wir die Elektrode wieder raus. Gleiches Spiel wieder in das Osmosewasser. Die Pufferlösung wieder gut verschließen. Die brauchen wir noch für die monatliche Kalibrierung. Jetzt gehe ich hin und installiere das Ganze. Das Osmose weg, ein kleines bisschen auf Seite packen. Und hier oben mal ein bisschen die Scheibe etwas reinigen. Ich habe da jetzt gerade keinen Scheibenreiniger für. So, dann schnappen wir uns den Saugnapf, packen das Ganze ins Becken, machen es fest. Schauen, dass das Kabel sauber verlegt ist, dass es nicht stört. Und lassen das Ganze arbeiten. Und dann bin ich mal gespannt, was ich tatsächlich habe. So Leute, hat es knapp 3,5 Minuten gedauert, bis sich der pH-Wert stabilisiert hat. Ihr seht, es ist eine 8,26. Und das Ganze ist jetzt hier, wie gesagt, installiert. Das heißt, das Wasser kommt von oben runter. Und somit habe ich eine permanente Überwachung gleich am Tisch mehr. Ja, Leute, der pH-Monitor ist installiert. Ihr habt gesehen, es ist eigentlich relativ einfach, wenn man die entsprechenden Reihenfolgen einhält. Wichtig beim Einstellen sollte sein, dass ihr den Imbusschlüssel halt so reinsteckt, dass er mit der langen Seite nach außen geht. Da habt ihr die Möglichkeit, das Ganze ein wenig feiner einzustellen.
Und ansonsten hat sich jetzt, ich schaue nochmal rüber, der pH-Wert, eben hatten wir 8,26, jetzt sind wir bei 8,29. Also der schwankt ja über den Tag so in dem Bereich und ich bin mal gespannt, werde garantiert im nächsten Tagebuch darüber berichten, wie so Pi mal Daumen die Schwankungen sind, wenn ich immer mal einen Blick reinwerfe. Ich finde dieses Gadget definitiv genial, weil man somit seinen pH-Wert gut im Blick hat. Und ja, ich würde mal sagen, das war's zur Installation des pH-Monitors. Wie ihr im Hintergrund bei den beiden anderen Videos ja schon gesehen habt, die Firma Aquamedic hat mir hier dieses Produkt zugeschickt. NO3 Redukt ist gerade frisch auf dem Markt. Ist zur Absorption bzw. zur besseren Entfernung von Nitrat und Phosphat gedacht. Da kommen wir im nächsten Video zu. Nicht im Technikvideo, aber da wird es ein separates Video zu geben. Und dann werde ich euch dieses Produkt mal etwas näher bringen. Ihr seht schon, ich bin schon wieder am Ölen. Ich nehme mir gerade eben mein Handtuch. Es ist aber auch relativ warm hier. Gut, solltet ihr noch Fragen haben oder sonst irgendwelche Anregungen, schreibt es mir runter in die Kommentare. Und ich denke mal, wir sehen uns beim nächsten Video zum Thema Technik. Ich denke mal, dann geht es um die Lampe. Wann das rauskommen wird, weiß ich noch nicht, je nachdem wie ich Zeit habe. Ihr wisst ja, es ist alles momentan ein wenig stressig. Das Thema NO3-Redukt komme ich auch noch zu, versprochen. Und ich würde mal sagen, in diesem Sinne, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, lasst mir bitte den Daumen da. Ansonsten, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, abonniere ihn bitte, macht die Glocke an, dann bekommt ihr auch zügig mit, wenn ich wieder mal einen raushaue hier. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ich zähle auf euch, bleibt mir treu, euer Viper. Ciao.